Wie diese Sedimentpartikel nun beitragen zu einer Sedimentbildung, hängt natürlich auch von der Größe ab, von der Dichte, von der Viskosität des Wassers. Das heißt, man kann diese Sinkgeschwindigkeit von Partikeln auch berechnen über das Stokesche Gesetz, was jetzt die Abhängigkeit von diesen als sphärischen Körpern gedacht beschreibt, vom Radius und von der Viskosität der Flüssigkeit beschreibt. Natürlich spielt dort auch die Erdbeschleunigung eine Rolle. Der Radius dieses Partikels, wenn Sie sich jetzt eine runde Kugel vorstellen in Form eines Sandkorns, welches absinkt im Gegensatz zu einer Alge, die sich bewusst in ihrer Morphologie zu einer Scheibe bildet, also wie so eine Diskusscheibe, die wird natürlich langsamer sinken als diese runde Kugel, was natürlich auch bei den Organismen Konzept hat. Verschiedene Sinkgeschwindigkeiten, wenn Sie hier geogene und biogene Partikel vergleichen, hat das natürlich große Abhängigkeit vom Radius, wie gesagt. Wie viel Meter pro Tag bzw. Millimeter pro Tag sie sinken können. Manche Organismen versuchen ja dieses Sinken, dieses fast unabweichliche Sinken zu verhindern oder zu verlangsamen, indem sie große Ausläufer bilden, also indem sie lange Stacheln bilden zum Beispiel oder auch Luftblasen bilden, aus diesem Zweck, dass sie in höheren Tiefenschichten oder in höheren Lagen bleiben können, um zum Beispiel bessere Nährstoffverhältnisse vorzufinden oder bessere Lichtverhältnisse. Die Korngrößen kommen jetzt eigentlich aus dem Ingenieursbereich, wo man diese Definitionen macht. Man teilt jetzt ein zwischen Ton, Schluff, Sand, Kies und Steine, wobei man dazwischen noch einmal abteilt zwischen Fein-, Mittel- und Grobsand. Und diese Definitionen sind speziell jetzt wichtig, wenn man Limnologie anwendet im Ingenieursbereich, um zum Beispiel Sedimentationen oder Aufschüttungen zu modellieren, speziell jetzt bei Kraftwerksprojekten. Sedimentation führt natürlich auch zu Sukzessionsstadien, speziell bei Klarwasserseen. Das heißt, Moore können verlanden durch Sedimentation, beziehungsweise auch durch den Eintrag von sehr viel Material aus dem Einzugsgebiet. Es können hier verschiedene Dörfer dann auch entstehen, wie hier zu sehen ist. Hier sehen Sie noch Bilder von verschiedenen Mooren, wie Seen verlanden können, beziehungsweise Flach- beziehungsweise Hochmoore entstehen können. Aus den Bohrkernen kann man natürlich auch sehr viel ablesen. Hier sehen Sie einen Schnitt aus einem Bohrkern aus dem Zürichsee. Wir haben hier, wie gesagt, diese sogenannten Werven, also diese regelmäßigen Ablagerungen. Und ich habe vorhin erwähnt, dass man an der Färbung erkennen kann, ob es organischen oder anorganischen Ursprungs ist. Und hier sehen Sie eben diese dunklen Lagen, die meistens auf organisches Material hindeuten. Das wären hier sedimentierte, abgestorbene Algen. Die unteren Teile, diese Turbidite, festeren Schichten, sind Turbidite aus dem Uferbereich, die eben singuläre Ereignisse sein können oder auch saisonal. Es gibt jedoch auch Beispiele, wo das von Menschenhand gemacht wird, diese Erosionen bzw. sedimentbildenden Prozesse, wie am Traunsee, wo wir hier das Problem haben, nicht nur natürliche Sedimentlieferanten zu haben, sondern auch sehr starke Anthropogene. Also die natürlichen wären einfach die Rutschungen aus den Bächen, aus der Traun, die epilimnische Entkalkung zum Beispiel, die stattfindet. Aber was beim Traunsee sehr prominent zu sehen ist, ist die Einleitung von Industrieabfällen durch diese Soda-Produktion, die man sehr gut sehen kann im Traunsee.
Also hier noch einmal die Karte, wo dieses Sodawerk steht am Ufer des Sees und wo dann auch diese Industrieschlammeinleitung stattfindet. Also das wird in den See geleitet und hier wird eben Soda produziert aus Kochsalz und Calciumcarbonat. Und der Abfall dieses Produkts ist Natriumchlorid, auch alkalische Salze und große Mengen an Gips. Also hier sehen Sie die schematische Darstellung, wie das chemisch vonstatten geht, beziehungsweise dann wie durch diese Industrieschlammeinleitung das in den Traunsee gelangt. Und dieser punktierte Berg, was Sie da sehen können, ist eben diese Gipsablagerung im Traunsee, was man auch über Sedimentechographie sehen kann, wo sich dieser Industrieschlamm auftürmt, wird natürlich dann durch Strömungen auch weiter transportiert, weiter in das Seebecken hinein. Wie man hier sehen kann an dieser Grafik, dass es praktisch Ausläufe gibt bis weit in das Pelagial hinein. Und es hat aber auch Konsequenzen natürlich auf die gesamte Chemie des Sees. Das ist eine Bornwasseranalyse, wo man hier ein Beispiel des pH-Wertes sehen kann, wie er ansteigt auf über 12, was ein extrem hoher Wert ist für ein natürliches stehendes Gewässer, was jedoch auch Implikationen für die Organismen hat, wie man an dieser Grafik erkennen kann. Das ist ein Maß, also diese Thymidinaufnahme ist ein Maß für die DNA-Produktion von Mikroorganismen. Und diese Industrieschlämme sind, oder die Organismen, die von diesen Industrieschlammproben stammen, haben eine extrem reduzierte DNA-Produktion. Das heißt, die Reproduktion von diesen Organismen ist sehr stark gehindert, was natürlich auf diesen negativen Einfluss schließen lässt. Und damit wollte ich eben nur auf anthropogene Quellen auch hinweisen und welche Problematik diese mit sich führen können.